Ein neuen Tag, ein neues Glück. Kann man so sagen, oder? Probieren wir es, auch wenn der Tag heute wahrscheinlich langweiliger wird als alle anderen. Wir stehen vor dem Zinsentscheid und wir haben Robinson-Woche. Damit müssen wir uns abfinden. Deswegen wird wahrscheinlich heute auch nicht so viel passieren. Weder heute noch morgen. Morgen Mittag wird es dann richtig scheppern. Aber dazu gleich mehr. Ich sehe gerade, dass sich unsere Gruppe schön erweitert hat. Es sind ein Haufen neue da. Sogar Österreich scheint inzwischen Internet gekriegt zu haben, ne Marin? Und wir haben ein paar, ich guck gerade, wo der weiteste her ist, aus U-Boot. U-Boot, Indonesia. Guten Morgen, Gerd. Okay, wir starten wie immer. Wir werden ein paar Sachen durchgehen, heute Morgen logischerweise, und dann werden wir mal schauen, ob wir ein paar informative Sachen rüberbringen, wenn sich nicht mehr tun sollte. Ah, der Gerd hat sich nur eingewählt auf der wunderschönen Insel Bali, aber anscheinend ist er noch nicht so richtig wach. Wir starten mit unserem Klassiker, wie jeden Morgen. Was muddert mut, ne? Bevor wir hier versuchen loszulegen, alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen dienen ausschließlich der Information der Teilnehmer und sind keine Empfehlung oder Aufforderung, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten unterliegenden Risikos, eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können oder sogar Kapital darüber hinaus. Es besteht Nachschusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Über die speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, denen sich der Teilnehmer auf Beispiele oder Aussagen dieses Webinars, Seminars beruft, wird weder vom Dozenten noch von Forex Pro Systeme noch von deren Partnern oder Erfüllungsgehilfen übernommen. Im Übrigen gelten Lizenzbestimmungen und AGBs von Forex Pro Systeme. So viel. In dem Punkt sind wir uns einig, oder? Okay, ein Blick auf da war schon das Webinar hochgeladen von gestern Nachmittag. Ein Blick sagt mehr als Worte. Heißt es immer so schön, ich probiere das ab und zu mal am Strand. Ein Blick in den Wirtschaftskalender bringt uns auf jeden Fall schon mal die Übersicht für den heutigen Tag. Wir haben heute Mittwoch. Also gucken wir auch dahin. Um 9:15 und 9:15 ein bisschen was. Ein bisschen was über Oliven, etc. Und 9:50 Deutscher Einkaufsmanager-Index. Schauen wir mal, ob der jetzt so einen Einfluss hat. Um 11 nochmal. Das heißt, die Woche ist ab heute ziemlich stramm. Weil morgen Mittag
gerade sagen, die Brasilianer, ich dachte, die Japaner, die entscheiden morgen auch über ihren Zinssatz. 13 Uhr England, 13.45 Uhr Europa und um 14 Uhr Veränderung der Non-Farm-Arbeitsplätze. Und wir dürfen nicht vergessen, um 14.05 Uhr kommt auch noch Daytrader 3 unter dem Motto, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Deswegen wird der Markt morgen nervös. Nicht wegen dem Zinsentscheid und so eine Scherze. Das müsst ihr nicht glauben, sowas, ne? Geht nur um Daytrader, ne? So, also, bis 8:45 dürfte hier Ruhe in dem Verein sein. Wir schauen mal, was der Euro gestern machen sollte und was er gemacht hat. Anvisiert war gestern Morgen die 1.3111. Wer kann sich dran entsinnen? Wer ist da bei mir? Oder was hatten wir gestern Morgen anvisiert? Zwei Marken unten und zwei Marken oben. Jetzt würde ich gerne mal wissen, welche. Also von irgendeinem, der hier schon wach ist. Achim kann sich schon mal ein Bienchen ins Mutti-Heft schreiben. Ja, kannst du ganz getrost. Ich komme nachher vorbei und zeichne gegen. Achim aus Aachen, der gestern in der Sonne. Okay. Wer hat denn die Marken gestern in irgendeiner Form beachtet, die wir da rausgepoolt haben? Wer hat sich denn ein bisschen danach gerichtet? Wer hat denn danach gehandelt? Werden die überhaupt beim Handel berücksichtigt? Ansonsten können wir uns den Spaß ja morgens sparen. Also, übergeordnet haben wir gesagt, der Bereich, der muss durch hier. Der muss mit Schmackes jetzt langsam nach unten kaputt gehen. Und wir waren gestern im Tief bei 1,31, 1,31,10,3. 1,31,11 hatten wir anvisiert, 1,31,10,3. Hat er geholt, darunter sollte eigentlich die 1.3100 bis 1.3103.04 kommen. Und wenn dieser Bereich mit Schmackes bricht, wie gesagt, dann geht's runter Richtung 1.3040. Oben lag die 38 an, die 31,33 und dann die 1,3138 und dann die 1,3145,46. Die 25 lag auf dem Weg dahin, richtig. Gemacht hat er dann gestern Morgen um 9 die 36,37, also hat die Oberkante nicht ganz erreicht, aber der Versuch war erkennbar.
An der Gesamtsituation hat sich heute nicht viel geändert, außer dass die Zielbereiche zwischen 22 und 35 liegen. Das heißt, wir bewegen uns hier in dem Bereich von 12, 13 Punkten. Martin aus dem Ösiland, schön, dass du wieder da bist. Ich weiß gar nicht, wann warst du bei mir im Seminar oder bei uns im Seminar vor 3 Jahren? Und dann hast du die einfach versteckt, oder? 8 Uhr, wir halten wie jeden Tag bis 8 Uhr, schieß mich tot. 8 Uhr 3, 8 Uhr 4, 8 Uhr 5, die Füßchen erstmal still. Wir merken, wie der Markt anfängt, nervös zu werden. Und wir werfen mal so lange noch einen Blick auf den DAX. Gestern Morgen waren wir in diesem Szenario und wir steckten gestern in dieser Tageskerze hier. Wir haben gesagt, er sollte oder konnte hochlaufen bis in den Bereich 9.580, 9.600, sollte von dort aus nach Möglichkeit fallen. Gefallen ist er, aber nur bis 9,486 oder 88. Eigentlich sollte es weitergehen, das hat er nun nicht gepackt. Wir werden sehen, wie er sich heute macht. In der Regel ist es ja so die letzte Zeit, dass der sich morgens aufbäumt, ganz kurz und dann mal alles abholt, was sich oben irgendwo da noch tummelt und dass er sich dann fallen lässt. Die Großwetterlage spricht auf jeden Fall im Moment nicht in irgendeine Form für Long. Deswegen habe ich auch gestern Morgen die Long-Position verpasst, aber die Short-Position haben wir gestern Nachmittag sauber mitgenommen. Wer möchte, kann sich gerne das Video angucken. Wir haben es hochgeladen auf die Homepage. 3 Jahre ist das her, Marin. Na. Die Zeit rennt. Der Stefan war long seit 7:15 Uhr und ist mit 3 Punkten raus. 7:07 Uhr, 7:13 Uhr. Also hier in diesem Bereich gehe ich mal davon aus. Ja, die Kante hier oben hat gut gehalten, ne? Die 32. Dann ist es vielleicht manchmal gut, wenn man dann Punkt 8 dann so eine Position noch glatt stellt, gerade wenn es gegen einen läuft. Ist sowieso immer besser, wenn man es glatt stellt, wenn es gegen einen läuft, oder? Korrektur abwarten. Vielleicht kriegen wir dann sogar von unserem Alarmsystem schon das Short-Signal. Wir dürfen heute keine riesengroßen Sprünge erwarten oder keine riesengroßen Entscheidungen. Wir warten drauf, obwohl Draghi und Konsorten die ganze Zeit gesagt haben, dass sie dass an der Zinsschraube nach unten nichts mehr gemacht wird, trotzdem wird im Stillen damit gerechnet, dass die Zinsen morgen noch weiter gesenkt werden. Habe das angesprochene Video auf UFBAS gesucht. Wo bitte ist das? Welches Video? In Klammern steht ja nur der DAX. Die Analyse von gestern oder der Handel von gestern. Meinst du den, Anton? Ein Schätzelein. Bist du auf der falschen Homepage, ne?
Die ufpass.de ist unser Blog. Wenn du auf den Blog gehst, dann wirst du umgeleitet auf die www.ufpass.de. Okay? Wir sind hier auf www.forexpro-systeme.de. Dort haben wir Wissen, dort haben wir Mediathek. Wenn du auf die Mediathek gehst, dann haben wir das Webinar 2.9. nachmittags und das von gestern Morgen. Da kann man draufgehen, online ansehen und dann kann man sich das anschauen. Das ist der Live-Handel oder die Veranstaltung von gestern früh. Und das ist die von gestern Nachmittag. Wenn man auf den Button geht, online ansehen, kann man sich die noch 3 oder 4 Tage anschauen, dann werden sie wieder abgeschaltet. Bei dir wird hier nicht so viel zu sehen sein. Das ist nur für Kunden, die eingeloggt sind. Wenn ich mich auslogge, ist die ganze Geschichte schon viel überschaubarer, weil alle Videos sind für Kunden unseres Hauses da und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. So, wir haben noch kein Alarmsignal, solange vorsichtig. Des Weiteren würde ich in beiden, obwohl sie in der Regel nicht parallel laufen, sondern eher korrelieren, bevorzuge ich im Euro und im DAX immer noch Short-Positionen. Wer dabei sein will, 29,6 hier. Jetzt wäre die Short-Möglichkeit mit dem Stop von 3 oder 4 Punkten. Um mal den Stop dann schnell aufzubauen. Wer keine Stop-Order hier drunter liegen hatte, sollte die Kerze noch abwarten. Wer hier drunter, wer nach Regelwerk handelt und die Stop-Order hier platziert hat und hinterhergeführt hat, ist bereits shortig. Wer ganz vorsichtig ist, legt den Stop über die 1,31. Wer dem Trade ein bisschen Luft geben will, lässt den Stop bei 1,31,33 zuzüglich Spread nicht zu vergessen. Ob das jetzt geht. Ja. Rolando, du hörst mir doch zu, ne? Okay, ich will mal ganz kurz was erklären. So, jetzt würde ich die Long-Short-Position beenden. Okay, mal gucken, wer dabei sein möchte, wir nutzen die Zeit jetzt einfach. Weil die, die ihren Stop hier oben drüber hatten, sind raus. Die, die ihn hier oben drüber hatten, sollten überlegen nach der Kerze. Also, für die Jungs, die nicht wissen, was wir machen, beziehungsweise ganz wichtig jetzt für die, die im Synergy-Trading mitmachen möchten, was wir morgen starten wollen.
Also explizit erstmal Rolando, damit wir ihr einen Test machen können. Wir gehen hier oben auf den Button Portal. Wenn wir den anklicken, dann geht hier auf Fibertech, VSF Invest, Group Trading und so weiter bis runter zu Forex Pro Systeme. Wenn man auf Forex Pro Systeme geht, wird man verbunden mit unserer Homepage. Das andere ist Portal Group Trading. Dann landen wir auf der Seite. Ich bin nur eingeloggt. Wer dann noch nicht, Roland, wenn du bist ja noch nicht registriert dort, möchte ich bitten, dich dann, wenn du jetzt sagst hier, Euro Pro, dann gehst du da drauf, auf die, oder auf DAX Pro, Euro Pro oder DAX Pro, das ist egal. Da klickt man einfach da drauf. Und dann musst du okay. Hat dieses Group Trading jemand von euch da oben drinne? Rolando, du bist in der Cloud, richtig? Ja, in der Cloud ist es natürlich noch nicht. Okay. Die Short-Position war nix. Zielbereiche nach oben. Durchgehauen. In der Cloud geht es nicht. So, kann man mal einer sagen, warum die Kurse jetzt so wegfliegen? Habe ich irgendwas an Nachrichten verpasst? Müssen trotzdem auf Rücklauf werden. DAX und Euro im Gleichlauf, genau sieht das aus. Sogar absolut parallel. Sind irgendwelche Nachrichten für Europa gekommen? Wir sollten am Rücklauf bis in den Bereich 35, 36. Wir müssen sogar damit rechnen, dass er bis an die 32 zurückläuft. Und dann immer schön merken, einstoppen. Wir gehen nicht Market rein, wir lassen uns einstoppen. Wir müssen genauso damit rechnen, dass das jetzt ein absoluter Fake ist.
Versuche nebenbei nur rauszukriegen, ob es irgendwelche Nachrichten gibt. Es ist nicht ganz so einfach, Webinar zu machen und zu analysieren. Okay, da haben wir den Übeltäter. Zwei, drei Punkte ist er da jetzt durch. Werden wir sehen, ob er da, sich da jetzt hält. Bis zur 44 vielleicht noch spiked und dann zurückfällt, dann gehen wir weiter. Heißt nach wie vor Aufpass. Wir brauchen einen sauberen Rücklaufen, wir brauchen saubere Setups, nichts anderes. Alles andere kann uns egal sein. Wenn das der Ausbruch aus dem Abwärtskanal wird oder aus dem Abwärtstrend wird, den wir gerade gezeigt haben, dann haben wir immer noch, also noch ist er ganz gesund seit 2 Wochen in der Bewegung. Und wenn er jetzt ausbricht, müssen wir wissen, dass wir immer noch einen Rücklauf wieder in den Ausbruchsbereich haben. Das heißt, wenn er uns jetzt wegläuft bis 60 oder 70, kriegen wir in der Großwetterlage immer noch einen Rücklauf bis an unsere Linie ungefähr. Sauberes Setup heißt unser Regelwerk. Wir sind ein Haufen Neue hier und ich würde vorschlagen, dass ich für den, wenn das Interesse besteht, ich werde es einfach auf die Homepage setzen, dass ich für Donnerstag Nachmittag eventuell ein Präsentationswebinar mache, wo wir einfach die Grundregeln von Euro Pro nochmal auseinanderpflücken. Einmal so jetzt aufpassen, die 5-Minuten-Kerze. Die hat aber noch 2, 2,5 Minuten. Wir liegen genau in den Zielbereichen. Aufpass. Bei Long-Position schön aufpassen, welche Positionsgröße man wählt, okay? Dass wir ein Präsentations-Webinar mal nachmittags machen, wo wir genau erläutern, was wir machen, auch mit den Grundlagen nochmal und auch für die im letzten Seminar hier waren, weil ich glaube, der Stoff im letzten Seminar, der war sehr stramm. Ich werde das Webinar nachher planen oder ansetzen. Wer Interesse hat, da eventuell mitzumachen oder da an so einem Webinar Interesse hat, sollte sich dazu anmelden. Kleiner Blick mal, ich muss ja nur ganz kurz was mit meinem Kalender abklären.
Okay, Vorschlag wäre heute Abend 18 Uhr. Judith S., magst du mir das bitte mal erklären? Judith S., diese Aussage, die du gerade geschrieben hast, die hätte ich gerne mal erklärt. Ich werde das. Judith, ich möchte dich bitten, das Webinar zu verlassen. Jetzt. So. Wenn das Webinar aufgezeichnet, dann kann man sich ja später ansehen kann. Bei uns werden fast alle Webinare aufgezeichnet. Hat jemand mit meiner Sprache hier ein Problem? So. Reuters zwischen den Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Poroschenko, gibt es nach russischen Angaben eine weitreichende Annäherung. Die beiden Staatschefs seien sich beim Telefonat über Wege aus der Ukraine weitgehend einig gewesen, teilte Putin-Sprecher laut der Nachrichtenagentur Interfax mit. Okay. Einladung für Synergy Group kläre ich nachher direkt ab. Sie meinte, ich würde so abgehackt sprechen, ob ich betrunken wäre. Das hat sie verbrochen. Und wenn mir einer sowas unterstellt, dann hat er hier bei uns nichts verloren. Deswegen muss ich mich darauf ganz kurz konzentrieren, die gute Frau zu entfernen. Okay. Akustisch alles soweit in Ordnung. Bup, 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 bup. Dann ist ja alles gut. Ja, wahrscheinlich hat sie selber ein paar Promille zu viel. Kann ich das auch? Was kannst du auch, Anton? Wir passen jetzt genau auf den 5-Minuten-Chart.
Genau, da haben wir eine saubere Umkehrformation und wir treten in der Regel nicht gegen die 5-Minuten-Kerze. Oh nee, wisst ihr, ich will hier morgens nicht aufstehen, um mich beschimpfen zu lassen hier, oder mir so einen Scheiß erzählen zu lassen. Okay, wir müssen beim Traden gegen die 5-Minuten-Kerze vorsichtig sein. Nach wie vor. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das hier immer noch ein Fake sein kann, dass das hier der Fake sein kann und dass wir gleich wieder Richtung Süden marschieren. Deswegen, genau deswegen. Ich plane nebenbei das Webinar für heute Nachmittag. Die Einladung werden wir nachher in einer Mail versenden. Gibt es eine Seite mit allen Future-Namen? Wie soll ich das jetzt verstehen, Stefan? Ach so, wir wollten ja deine Mails, deine Bilder noch auswerten. Machen wir gleich. Ich ziehe die gleich auf den anderen Schirm. Ich will nur warten, wie sich dieses Setup hier auflöst. Und dann würde ich ganz gerne deine... Ja, die gibt's bestimmt irgendwo. Willst du jetzt Future handeln? Mutig. In der Regel zeichne ich alles auf. Wenn ich das nicht vergessen sollte, aufs Knöpfchen zu drücken, aber wir haben ja immer so eine treuen Seelen wie Udo oder so, die mich dann immer daran erinnern. Jetzt sind wir genau in dem kniffligen Bereich. Wir haben die Möglichkeit, A, dass das hier die Korrektur gewesen ist, dass hier unten die beiden Bereiche nicht mehr durchschlägt und deswegen gleich den nächsten Schub kriegt. Und wir haben hier gleich den Schnitt unserer beiden Linien. Berühren die sich jetzt nur und unsere Einstiegslinie dreht gleich wieder auf Long, wird einen Longschub kriegen, der nicht von schlechten Eltern ist. Bricht die Linie jetzt, dass sie hier frisch durchschlägt, wird er einen Schub nach unten kriegen. Das heißt, wir befinden uns jetzt genau in der Situation, dass wir hier eine Formation kriegen könnten, die uns wieder auf Short drückt. Und hier kann es genauso gut dafür sprechen, dass es gleich wieder auf Long weiter dreht und der nächste Schub kommt. Das sind dann auch Situationen, die man im laufenden Handel berücksichtigen muss, wenn man abends drauf guckt, da sieht man nachher auch, oh Scheiße, wieso habe ich heute kein Geld verdient, war doch eigentlich alles ganz sauber. Und so ein Kerzenverhalten, so wie es dann hier gewesen ist, oder sich jetzt gerade hier entwickelt, kann man natürlich im Nachhinein oder abends natürlich nicht mehr berücksichtigen. Das sieht man nur jetzt, so wie die Kerzen auch laufen. Wir müssen noch 1 Minuten Kerze abwarten, bis die 5-Minuten-Kerze zu Ende ist. Die hat noch 1 Minute. Viel abhängig ist auch von der 1, 31, 35.
Vielleicht auch nur bis an die 1, bis an die 32, bis an die, genau, Rolando. Genau, bis dahin. So, demnach müssten wir im Stundenchart darauf warten, bis die Stundenkerze endet. Longsignal aufgehoben. Einstiegslinie fällt, ist unterhalb und Trendlinie rot. Können wir uns von Long erstmal verabschieden, es sei denn, wir kriegen gleich ein schönes, sauberes Setup aus der Korrektur. Demnach darf das Ding auf jeden Fall noch ein Stück zurücklaufen bis an die 32. Ich werde mal derzeit gucken, ob ich das Webinar heute Abend planen kann. So. Machen wir das heute Abend um 18:30 Uhr. Das mache ich selber, meine liebe Renate. Warum die Frage? Ich plane nur schnell nebenbei das Webinar für heute Abend. Indem du auf das Update umsteigst. Meine liebe Renate, du musst hier oben im Seitenmanager auf CFD pro Euro umstellen. Nicht auf Forex Pro, sondern auf CFD pro Euro. So, hier ist der Link für heute Abend. Ich werde aber versuchen, nachher noch eine Mail rauszuschicken, dann werden wir das dort auch bekannt geben. Wer möchte, kann sich dort gerne für heute Abend anmelden. Dann gehen wir einfach auf die Grundregeln, auf das Grundregelwerk von Euro Pro und von DAX Pro ein und erläutern das.
Okay. Jetzt könnte der nächste Longschub passieren. Dazu muss er aber Minimum über die 38. Eher brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Wir haben immer noch Potenzial nach unten. Minimum bis zur 32. So. Mussten nur die gute Frau noch kurz sperren. Dieses Szenario ist rein vom Gefühl her noch nicht ganz zu Ende, dieses Korrekturszenario. Das wären die Mindestanforderungen an die Korrektur von der Bewegung von 27 bis 41 von den 14 Punkten. Das waren jetzt die Mindestanforderungen. So, die 38 ist Geschichte. Wenn der Kurs so drüber bleibt. Der DAX, der fällt allerdings und nach einem Doppeltop und die beiden, die laufen ziemlich parallel heute. Das heißt, er könnte hier noch ebenfalls einen Doppeltop ausbauen. Was hast du denn für ein Alarmsignal drinne, Patrick? So kann es gehen. Wir brauchen trotzdem den Rücklauf. Wenn er wegrennt, rennt er weg. Dann ist das so. Frank N. wie Nordpol, der Link wird nachher auf der Homepage sein. Ich werde den gleich auf die Homepage packen, wo man sich dann anmelden kann. Ja, klar ist der im Chat. Der Rücklauf sollte bis an die 1,3138 ungefähr gehen.
Wenn er wegrennt, rennt er weg, dann ist Pech, PGH, Pech gehabt. Mit dem Link, den ich gerade geschickt habe, müsste die Anmeldung möglich sein. Rücklauf erfolgt bis an die 38, an die 39, war eine 38. Den Link, den ich geschickt habe, Anton, der funktioniert. Udo und Christine haben sich beide mit dem Link gerade angemeldet und es funktioniert. Und ansonsten auf unsere Homepage gehen, dahin, ne? Termine, Webinare, Seminare, und dort haben wir Erläuterungswebinar 3.9. um 18.30 Uhr. Upp, und wenn man da drauf geht, kommt dieses Formular. Aber ein falscher Link. Muss ich was ändern? Warum der falsche Link? Bup, bup, bup. Ah, ich habe einen falschen Link. Ich habe einen falschen Link genommen. Sorry, muss ich noch schnell ändern. So kann es gehen. Och Jungs, Bestätigungsmail kommt eine halbe Stunde vorher oder so. Ich kann mich nicht zerreißen. Wir werden es heute Abend, auf jeden Fall kommt eine halbe Stunde oder Stunde vorher, kommt eine Mail mit der Freischaltung, und dann seid ihr auch dabei. Also die, die sich jetzt hier anmelden, nee, das machen wir manuell. Wir entscheiden, wer da reinkommt und wer nicht. Wir wollen uns die Leute immerhin noch aussuchen, mein lieber Lothar. Weil so eine Person wie die Judith S., die wir vorhin exmatrikuliert haben, will ich hier nicht drinne haben. Und so kann ich immer schön aufpassen, ob sie nochmal dazukommt. Das kontrolliert unser Support bei jeder Freischaltung, bei jedem Webinar, jede Freischaltung. Wer sich hier versteckt, wer falsche Angaben macht oder sonst irgendwas, der bleibt draußen. Wir wollen unseren Laden sauber halten.
ähnlich wie im DAX, Doppeltop und wieder Richtung Süden. Und jetzt gucken wir mal, Termine, Webinare, Seminare, Erläuterungswebinar, 3.9.18.30 und da haben wir es. Dort anmelden, alle Angaben korrekt machen, weil wenn die nicht korrekt sind, wird ebenfalls nicht freigeschaltet. Das könnte durchaus der Versuch nach oben gewesen sein für heute. Wenn er das war, dann können wir uns heute mit einer Short-Bewegung festhalten. Wenn das der Fake war, hier oben raus, wer bei mir im Seminar gewesen ist, der kennt die ganze Geschichte. Wir haben das oft genug auseinandergepflückt. Ansonsten sollte er sich vielleicht dazu durchringen, 39 € für ein Essen in die Hand zu nehmen und sich auch bei Forex Pro on Tour registrieren. Wir sind ab übernächste Woche in fast ganz Deutschland unterwegs, in Nürnberg, in Stuttgart, in Frankfurt, in Hannover, in Lübeck, in Berlin und in Dresden. Da wird auch für jeden irgendwo ein Plätzchen dabei sein, wo er sich vielleicht dann auch einfinden kann. So, das sind jetzt die schönsten Augenblicke. Vorsicht, hier wird es gleich laut, der Hund ist leer. Jetzt fängt er an, hier irgend so ein Spielzeug zu kühlen. Jetzt könnte er auch den Rücklauf bis an die 32 machen, klar. Wir haben gesagt, ausschlaggebend ist die Stundenkerze um 9 Uhr. Wenn irgendwas quiekt, nicht erschrecken. Dann ist es nur mein Kleiner, der sich jetzt hier ein bisschen austobt. Mein Hund. Berlin ist doch ein Vorort von Dahlewitz, oder wie heißt das Nest? Von Hagenow ist es nicht so weit nach Lübeck, mein lieber Manfred. Ausschlaggebend ist hier im Euro immer noch schließt der Kurs darunter oder nicht. Wenn nicht, war es ein klassischer Fake über diesen Hochs. Vorausgesetzt, wir haben hier sauber gearbeitet, aber danach sieht es eigentlich aus. Weil es gibt ja Leute, die automatisieren sowas, ne? Und dann sieht den erst natürlich eventuell ein bisschen anders aus als meins. Zack. Jetzt haben wir genau gearbeitet. So, genau hier kommt jetzt das Zünglein an der Waage. Schafft die Stundenkerze es, über der 33, 34 zu schließen, spricht es dafür, dass er einen Longschub macht und dann müssen wir den Rücklauf, na, laut Großwetterlage, abwarten, bis der bestätigt wird, suchen uns dann einen Einstieg. Schafft er es nicht und er schließt wir hier drunter, müssen wir mit einer kräftigen Short-Bewegung heute im Laufe des Tages rechnen. Was jetzt im Moment dafür sprechen würde,
hier die nächsten Einstiege Short zu platzieren. Korrektur sauber gelaufen. Bisschen danach richten, was wir gestern für einen Kurs um 5:30 hatten. Pop, die Zeit rennt. So, da waren wir genau in diesem Bereich. Das ist der DAX. Ist mir blöd oder was? Den wollte ich nicht. Okay, waren wir ungefähr in dem Bereich. Hier unten 23, das heißt, dieses Gap werden die Jungs gleich sehen, wenn die um 9 Uhr aufmachen. Okay. Ich kümmere mich gleich um das Synergie-Ding. Dann gehen wir heute Nachmittag da drauf ein und werden euch zeigen, wie man sich dort anmeldet. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ihr eine Mail kriegt mit einem Link, wo ihr euch registrieren könnt für Synergie. Und dann werden wir hier gemeinsam entscheiden, da die Plätze sehr begrenzt sind, wer jetzt an dem Beta-Test teilnehmen kann und wer nicht. Wir werden das sehr bunt mischen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir jemanden bevorzugen wollen oder können oder sonst irgendwas, überhaupt nicht, sondern wir müssen, der Beta-Test ist ja dafür da, um die Leistungsfähigkeit des Servers und der Software zu testen. Also hat auch nichts damit zu tun, dass da der eine mithandeln darf, der andere nicht, sondern es geht ganz klar darum, dass wir die Software testen wollen. Deswegen der Beta-Test. Okay, ich kümmere mich da jetzt drum, den Rest bequatschen wir heute Nachmittag und Erläuterungswebinar machen wir heute Abend um 6:30. Dazu kommt nachher noch eine Mail. Dann verkrümel ich mich jetzt hier und wir sehen und hören uns wieder heute Nachmittag und vielleicht heute Abend. Stefan, deine Bilder habe ich jetzt nicht geschafft, machen wir heute Nachmittag versprochen. Okay? In diesem Sinne, bis heute Nachmittag. Tschüss, tschüss und moin, moin.